Ja, herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Hallo! Aber nicht nur zum Zweikampfsofa, sondern auch zum Onkel Argeil. Hallo, guten Tag. Ich bin's, euer Onkel Argeil. Hallo! Ja, super. Wir müssen zum Madison Feldlazarett und das ist nur einen Wurf, Steinwurf, einen Steinwurf entfernt. So, für Leute, die das noch nicht gemacht haben, hier vorne gibt es ein Menü. Das kann man anklickern, das tun wir nicht. Wir rennen einfach durch. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Ach so? Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Achtung! So, gleich mal Lies du was vor. Da kommt sie schon angedackelt. Ja. Ich markiere sie. Und ich schieße auf sie. Du lässt sie auch gar nicht kommen, erstmal. Ja, die kommen schon von selbst. Die kommen schon von alleine, glaube ich das. Du willst auch gar nicht bei dir haben. Und weil es so schön ist, der Nachschub kommt. Ja. Ich finde es schön, wenn der da hinten so rumsteht, dann. Kann man den vielleicht? Komm hoch, komm. Ja, komm. Hab ihn. Sehr mit schön. Mit drei Leuten drauf rumgeknüppelt. Da oben, glaube ich, oben ist noch einer. Ja. Ja, der traut sich noch nicht so richtig, ne? Der hat so ein bisschen. Aber jetzt hat. Pipi in der Hose. Ne, ich treffe nichts. Festgesetzt? Okay. Das nützt uns nichts, weil er kommt da nicht raus. Ja, doch, ist aber schon. Oh, er kommt. Ich hab ihn fast weg. Oh. Nüsse. Aber man. Ah. Na, wenn man den Erfolg jetzt noch. Wenn Sie mir Zugang na, also. Ich hätte die Schlauze voll gehabt. So, liegt hier unten noch was? Hier raus Blaus. Habt ihr das auch ja. So? Ja. Ne, nicht bei uns, ne. Also. Du findest immer blaue Sachen. Hast also, du blau ist ja. Blau cool, findest. Und was haben wir hier? Irgendwelche Schoner. Gar nichts. Reparaturschoner. Okay, grüne. So, der Snorks ist schon weitergelaufen. Das ist natürlich total cool, weil da kommen ein paar Gegner und dann fressen sie ihn alle auf. Mhm, genau. Glaubst du, wünschst du dir. So, dann. Ich tippe mal auf der Tastatur rum. Ja, mach das. An, genau. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. So, ja. Und? Ja, voilà. Und weiter. Ah, voll und voll, okay. Voll und voll. Hier kann man nochmal, nochmal runtergehen hier, in die andere Richtung. Vergisst man sehr schnell. Ah. Den Rucksack, ein Müsli-Riegel für den Snack nebenan. Einmal Mineralwasser. Ich hab nix. Warum findet ihr da mal was bei mir ist? Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Ich will auch Snickers. 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 Oder Wasser. Maß. Wie so Zeit zwischendurch und so. Können Sie ohne Gefahr ausschalten. Ja. So, das ist eine richtig schöne Ecke eigentlich. Richtig eklig. Mhm. Ich markiere sie. Der Granatentyp zuerst, ne? Kannst du wegsnipen? Wer ist der? Mehr rechts. Mehr rechts. Geht schon los. Ich hab schon geschossen. Granate auf mich. Ja, ich hab geschossen, ich hab eigentlich auch getroffen. Eigentlich. Ja. Eigentlich. Auch. Ich bin hier von einer Granate in die nächste. Cool, ich hänge jetzt fest, das ist ein Bug in des Spiels. Ich komme jetzt nicht mehr raus. Ich kann jetzt nur noch drauf gehen. Toll. Okay. Ja, oh, seht ihr mich? Mhm. Geil, ne? Sieht gut aus. Also, wenn ich gleich drauf gehe, nicht heilen, dann ist die einzige Chance, wie ich hier rauskomme. Okay. Wenn du das so willst. Steh auf, du Mando da. Ja, der da. Geh hoch. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, du Feigling. Oh. Da nicht. Ja, genau. Na komm, gleich bin ich drauf. Dann aber gleich, wenn ich auf dem Boden liege, muss mich dann auch noch jemand wiederbeleben. Das ist natürlich ganz wichtig. Weitere Feinde entdeckt. Weil dann krabbel auf dem Boden. Und wenn ich auf dem Boden krabbel, kann ich da raus. Aus der Ecke.
aus der tödlichen Ecke. Na komm, steh auf, komm. So, jetzt komme ich zu euch gekrabbelt. Der ist weg, da oben kommen jetzt wieder welche nach. Hallo, ihr müsst auch mich helfen. Nee, wir müssen weg hier. Weg hier. Geh weg. Hallo, hier ist jemand zu helfen. Ja, ich arbeite daran. Nee, du machst einen Reload, du. Oh, da vorhin ist der lilaner Gegner. Oh, super. Geh in Deckung, Mensch. Hat jemand die Schwierigkeit hochgedreht? Nee. Werft er mal eine Handkrone, Oli. Mhm, sehr schön. Immer praktisch. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg! Der Lilane ist ganz schön hart. Es sind irgendwie viele mit Lilane. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich muss hier raus. Lass mich hier raus. Oh, natürlich habe ich dann natürlich gerade wieder keine. Ich muss hier weg. Krass, ey. Oh, schon wieder mal. Ich komm nicht. Ja, ich komm gleich rüber. Du bleibst da, ich komm rüber. Das Lieder, wir legen hier ganz schön fix hier. Ganz gut. Der Lieder ist super, ey. Das ist keine Deckung hier. Oh, das sind zwei Lilane. Ein Schuss. Hab ihn. Hab ich auch gerade gesagt. Ja, du hast es gesagt, ich hatte ihn. Da ist noch einer? Ja. Oh, reload doch mal, du Trottel. Sehr schön. Das ist rot bei dir. Oh. Sehr schön. Wow. So, mit ein paar Todessequenzen zwischendurch. Hier ist einfach auch eine Kiste, glaube ich, zum Munition aufstocken. Hier. Was ich jetzt wieder für viele Sachen gefunden habe. Oh, ich habe gar nichts gefunden hier. Du. Du findest viele Sachen, lilane Sachen. Irgendwie hast du doch eine Mod. Du hast doch eine Mod. Ey, du bist ein Modder, genau. Keine Ahnung, wie. Ah, davon. So ein Loot-Mod oder so. Ein Loot-Mod. Hm. Hier ist noch ein Rucksack. Hier in diesen Kammern drin. Okay. Und noch nicht rausgehen, bitte. Also sonst triggert ihr wieder hier. Also ich habe eine grüne Sache gefunden bei den Leuten. Also mehr war hier nichts dabei bei mir. Bei mir auch nicht. Da war nichts. Hier ist noch eine Waffenkiste. Aha, okay. Wo ist hier? Achso, brauchst du Muni oder was? Ja, ich würde dann mal... Danke. Hier, genau das. Ja, genau. Ja. Cool. Hm. Und du? Ja, warten wir, bis der Onkel Agar fertig ist und geht dann weiter. Bin schon da. Bist du da? Okay, dann gehen wir weiter. Wir könnten natürlich auch ein bisschen Basketball spielen. Ui. Könnten wir versuchen? Oder Tischtennis? Das heißt, hier ist auch Tischtennis. Die Dagen ziemlich verwüstet. Ja. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Wer sind die? Alte Männer? Aber richtig. Also wie quasi? Legenden. Und so, dann mal hinein. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Holen wir sie raus oder tun wir sie rein? Ballistisches Schild. Hast du ein ballistisches Schild mitgenommen? Ja. Schon eingesetzt? Nein. Oh, cool. Ich habe meine Granaten vorhin auch nicht benutzt, nebenbei gesagt. Ja, ich habe jetzt auch Granaten nicht nochmal, die könnt ihr jetzt auch mal benutzen, aber. Da müsste ich auch erstmal wieder wissen, wie ich es benutze. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Hallo. Warum sind da so komische Videosequenzen an den Wänden? Merkwürdig. Na gut, gehen wir mal durch. Okay. Vielleicht nicht so weit vorwagen. Gegner. Yep. Hallo. Oh, da drüben kommen noch mehr. Ja, das. Wo die herkommen, gibt's noch mehr, genau. Reload. Ja.
niemand geschossen. Was soll das denn? So, und jetzt gucken wir mal, da hinten ist noch einer. Da ist noch ein Renner. Ich sehe noch drei hier. Okay. Oh, die haben ja gut was abgekriegt, die Jungs. Kopfschuss. So. Sag bloß, ihr seht jetzt da drüben den grünen Strahl auch nicht, den grünen und den grauen. Nee, kein grüner Strahl. Schau ich nicht in den grünen Strahl. Ich sehe nur einen grauen Strahl und das heißt, das ist wahrscheinlich nur Munition oder so ein Dreck. Ich habe einen grauen und einen grünen. Und kreuz die Strahlen auch nicht. Achtung, hier, wer Tante reden? Mhm. Hallo. Das ist der Doktor, die wir brauchen. Ja, und gleich. Warum weint sie da so? Angst, Feinde entdeckt. Sie beschützen. Achtung, oder Kunststoff. So streng oder so. Keine Ahnung. Kunststoff? Kunststoff, ja. Kunststoff. Fällt mir nichts. Läufer. Spitzen. Hilfe. Danke. Bitte gerne. Das war lieb von dir. Komm noch mehr. Jo. Läufer. Sehr schön. Ja, fall ruhig um, du. Ach, da hinten ist einer drin. Und einer von der Seite? Ja. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir der Onkel Ada hat noch nicht ganz viel Sachen einzusammeln hier. Ja, richtig. Möchte man einen Sakko anziehen? Nein, danke. Nein, danke. Waffenkiste kommt noch, glaube ich, ja. Genau. Hm. Ja. Das ist eigentlich ganz entspannt gerade, ne? Also das ging ja noch, ne? Also wir sind ja voll die Helden. Ach, genau, stimmt. Redest du von, wir sind ineinander, ist ja noch widerlicher. So, jetzt kann ich nochmal links oder rechts gehen. Links und rechts sind nochmal kleine Säcke. Säcke? Zum Einsammeln. Ja, so Loot Crates. Achso, okay. Mit ganz wenig Loot, nämlich nur, was ist das? Und eine Healthpack. Da oh, das ist gut, weil ich das mich jetzt gleich verwenden werde. Den hab ich schon. Ich bin schon voll, meine ich. Das ist gar kein Loot Crate, das ist kein Healthpack. Das wäre was anderes gewesen. Scheiße. Mist. Dann gehen wir so auf die andere Seite. Das Scheiße, bist aufgehoben. Genau. Kacke bis der Arsch, genau. So, was haben wir hier drin? Wachpersonalschone. Du findest Sachen, ey, meine Fresse, also das ist. Ach, ja, ich bin. Mod an, das kann gar nicht anders sein. Das kann ja gar nicht sein, ne? Ich bin. Also ich habe eine ungenaute SMG. Ich habe eine Waffe gefunden. Ja. Cooler Scheiß. Das kann mal passieren. Also bevor du hochgehst. Aber nur selten. Warte auf uns. Bitte. Wem guckst du denn da auf den Hintern? Mir. Achso, du selbst. Achso. Und los geht's. Hoch. Oink, 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 oink. Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Und hier vorne ist jetzt nochmal rechts Munitionskiste. Hier. Ja, Munitionskiste. So. So. Kann gerade nicht. Oh, kannst du gerade nicht. Ja, ich komme gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Oh, seid ihr da? Ja, wir kommen. Es geht schon los hier. Ja, ja. Wollte ich gerade sagen. So viel Zeit hat man hier nicht. Ja, ist ohne Zeit. Also, das ist nicht das Problem. Aber und? Ach, ist ja gleich bei mir. What? Irgendwer schießt von der Seite. Mhm. Ja, meine andere Seite. Rechts. Ja, jetzt nicht mehr. Links ist das. Bei mir ist es rechts, aber ist egal. Weil, was man jetzt schon machen kann, man könnte schon auf den Oberboss schon schießen, ne? Wenn du da schon rankommst, ja. Ja, kann man, ja. Achtung, Granate. Der ist gerade erst abgesetzt worden da. Der hockt außerdem, da kommst du nicht ran. Ja, danke sehr. Also, in der Nacht ist natürlich kacke. Da
kommst da nicht ran. Also keine Chance. Der hat so eine Getty in der Hand, ja. Eine Gatling, das ist ziemlich kacke, weil die macht auch gut Aua. Ja. Achtung, Schläger, viele Schläger. Ja, einer weg. Ja, ich hatte sie mal kurz gestoppt mit der Grenade. Noch mehr Schläger. So. Wow. Das war ich. Mit was? Granatwerfer. Wow, wo hast du den her? Das ist die Standardausrüstung. Wow, auch der war das. Genau. Man könnte ja schon den Typen den Granaten auf den Pelz schicken, um seine Panzerung wegzukriegen. Oh. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier immer noch weg. Onkel, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Das ist die Hauptsache. Genau, das ist das. Ich gehe weg. Also der MG-Typ ist so kacke. Man kann sich auch nicht heilen. Oh. Na super. Du musst übrigens Deckung bleiben, nebenbei gesagt. Kann ich nicht zu euch kommen und heilen. Ja, das werde ich auch nicht tun. Natürlich wirst du das tun. Ich stehe nämlich neben dem Onkel. Ja, dann ist es nicht tun. Ja, nein, der nein. Onkel rennt weg. Der Onkel läuft weg von mir. So rennt er weg. Bist du ein grausiges Ansehen. Alter. Alter. Rumpel die alle weg hier. Macht ihr auch was? Nein. Ja. Hier doch nicht. Haut den Typen noch mal ein paar Granate auf den Kopf. Genau. Daneben. Kommt doch eigentlich noch gegen, ne? Ja, den einen. Ja, ne? Nur einer, ne? Genau. Jetzt können wir dann langsam mal den Typen wegknolzen. Am besten so einer aus drei verschiedenen Richtungen oder so. Ja. Der ist leider nur richtig böse. Das ist das Problem. Mhm. Ja, aber der muss irgendwann, muss er nachladen. Jetzt. Jetzt. Nein, ich hab daneben geschossen. Scheiße. Jetzt, aufhalten. Ist weg. Ja, ich seh ihn jetzt einmal. Nee, doch nicht. Ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr. Der ist da hinten markiert. Ja, jetzt doch. Oh, er schießt auf mich. Er schießt auf mich. Er schießt auf dich. Alter, hat der eine Schussfrequenz. Ja, ja, wenn er dich einmal trifft, dann muss ich sofort hinlegen. Ich folge ihm mal wieder zum Onkel. Mhm. Ich lauf dann wieder davon. So, bitte. Okay. So. So geht's. So. Das war ein guter Anfang. Also ich habe ja nur einen grünen Strich. Okay, ich hatte drei. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden oh, wir mit vier. Vier und einen blauen. Und blau hast du auch noch. Ja, also Alter. so ein Klamottending halt. Du musst mal die Mod, musst du uns mal weiterempfehlen. Also die hellblauen sind natürlich. Klamotten sind egal. Ja. Klamotten sind egal, ja. Alter, was hab ich da alles gefunden? Ich habe jetzt 19 von 32 Plätze besetzt im Kühlschrank, wollte ich schon sagen, im Rucksack. Alter. Ah ja, da vorne ja, ist, genau. Ja, hier ist noch eine Loot Crate, hier ist noch eine Munitionskiste, aber brauchst eigentlich nicht. Wir gehen auch zurück jetzt. Ja, wir gehen zurück zur Hauptbasis und dann kriegen wir nicht die Ärztin und mit der Ärztin kann man ja auch dann uns heilen endlich mal. Mit der Ärztin können wir auch erstmal reden. Sehr schön. Irrelevant. Und Schweinkram machen. Ich weiß. Oh, Primärattribute. Waffenausdauernd, Elektronik. Okay. Primärattribute, okay. 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 Okay, na dann. Hoppala. Ja, runterfallen ist auch geil. Beinahe in den Tod gestürzt. Na runter. Sehr geil. Oh, und auf dem Kopf gelandet.
Auch schön. Hier Musik, warum? Was ist das denn hier? Hier sieht doch was. Nein, nicht für mich. Aha. Doch, Health Kit. Cool. So. Was ist jetzt? Wer schießt? Nicht? Ich hab doch geschossen. Achso, auf mich? Sauhund. Nein, nein. Der schießt einfach friendly fire mäßig auf seine Kompanie. Das macht man das nicht. Das macht man gar nicht. Also das war jetzt, habt ihr jetzt vom NPC den Kommentar gehört? Das ist halt... Nee. Boah. Was hat er gesagt? Aha. Er hat gesagt, du bist ein Idiot. Nein, das hat er nicht gesagt. Doch, er hat gesagt, er ist ein Idiot. Nein, der hat nur gesagt... Was so viel bedeutet wie, er ist ein Idiot. Achso, okay. Na gut. So, jetzt können wir uns auch wieder nicht sehen. Aber trotzdem machen wir unsere... am besten mal unsere... Also du willst erst labern, oder was? Natürlich, erst labern. Oh, so, ich stehe jetzt vor einem Punkt, der da heißt, mit Jessica Kendall reden. Ich auch. Ich auch. Onkel, du auch? Okay, 3, 2, 1. Toll. Ich drücke, es passiert nichts. Na, wen haben wir denn da? Was soll das denn? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber... Wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Super. So, wir sind durch. Du auch? Jawohl. Wir haben den Flügel entsperrt. Genau. Und das heißt, wir gehen jetzt zum Computer und können nämlich die ersten Punkte einsacken, verbrauchen, die wir gerade hier eingesammelt haben. Jeder eigen, also nicht mal zusammen. Nee, das sind unsere eigenen Punkte und der Flügel, den Flügel kannst du ja so ausbauen, wie du das gerne möchtest. Ah, okay. Okay. Genau, gibt es ein paar Tipps, wie man das macht. Und das erste ist nämlich must have die Klinik. Ja, die braucht man wohl irgendwie dringend. Die Verbesserungen sehen gut aus. Klinik. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Hab ich. Okay. Okay. Ja. Und ich nehme die Kinderkrankenpflege, baue ich jetzt auch zum Beispiel. Aha, okay. Gib mir ein weiteres Medipack, was ich mit irgendwie rumschleppen darf. Ach so, okay. Da gibt es Vorteilsbelohnung. Genau, es gibt Talente und es ist Vorteil. Maximal ein Talent kannst du wählen und die Vorteile gelten immer. Also immer aktiv, also sind passive Fähigkeiten. Stimmt, es gibt ein Erste-Hilfe-Set mehr. Das ist schon mal gut, die mit der Kinderkrankenpflege. Wobei das Talent Feldsanitäter dann auch nicht schlecht ist. Erste-Hilfe-Set in der Nähe vom Verbündeten. Genau. Mhm. Genau. Das darf man ja auch, das muss ich jetzt noch zuweisen hier, in die Fähigkeiten reingegangen. Und ich werde mir jetzt, werde mal diesen, Impulsgeber abwählen bei mir und ich werde jetzt dafür die Erste-Hilfe-Kit dafür wählen. Warte mal, wo muss ich reingehen? In die Talente. Jetzt. Dann gehen wir zurück. Fähigkeiten? Ja. Du hast jetzt neue Fähigkeiten, dieses auf der linken Seite. Ja. Genau. Du kannst jetzt anstatt einen Impulsgeber oder deine Granate oder dein Schild, kannst du jetzt sagen, okay, ich nehme was anderes. Und das ist jetzt eine aktive Fähigkeit. Du kannst also irgendwo hingehen und kannst jemand anderen heilen. Mhm. Das machst du mit dieser Fähigkeit. Mhm. Sehr schön. Tun. Also. Talente? So, und Talente habe ich jetzt sind... Okay. Genau, Talente kannst du jetzt eine maximal auswählen. Also man hat jetzt hier am Anfang nur so ein paar...
Jetzt muss man sich entscheiden, was man werden will oder was. Genau. Oder wie. Ja, was, du kannst dich ja immer wieder umändern. Das ist jetzt nicht in Gips gegossen oder so. Aber du kannst immer wieder umwählen. Ich werde jetzt diese Heilkanone machen hier. Die kann andere Leute noch ein bisschen mehr besser heilen als andere. Und bei den Vorteilen, die gelten immer. Genau, da gibt es übrigens richtig viel, was man noch freischalten kann. Und das ist natürlich pervert. Okay. Ui. Nur Medizin und nur Erste-Hilfe-Set oder ja, Konter. Genau, wenn das geht. Schnelle erhöht Cooldowns. Ich gehe wenn lange mal in meine Ausrüstung nochmal. Da rein, okay. Wie wähle ich die nachher aus? Heilen tust du mit deiner Fähigkeit. Also du kannst deine zwei Sachen zuweisen, links und rechts. Das ist eine von den Fähigkeiten, die du halt leben kannst. Genau, bei den Vorteilen, da bist du gerade, da ist halt alles passiv. Ne? Das ist immer an. Da machst du nicht, das ist immer an. Ne? Genau. Okay. Ja, ich habe immer noch Fähigkeiten, ein Plus steht da immer noch. Ja, du hast noch nicht angeguckt, was da ist. Das musst du runterscrollen, das ist noch viel, viel mehr. Nee. Du bist aber in den Fähigkeiten gerade. Ach so, bei den Vorteilen. Ach so, bei den Vorteilen ist noch viel, viel mehr. Ach, der Herr Jemine. Ah. Ah, jetzt. Ja, okay. Mhm. Ich mag es gerne hier so. So. Mein Gott, du musst doch, Onkel, du musst doch Waffen gefunden haben, bis der Arzt kommt, der ist oder? Wahrscheinlich gerade im Vergleichen ohne Ende. Nee, so viele Waffen habe ich gar nicht gefunden irgendwie. Ich nicht? Nee. Okay. Ich habe MPs gefunden, toll. Oh, die ist auch besser als meine. Nee, doch nicht. Dann kommt die weg. Nö. Tschüss. Also jetzt tausche ich kritischen Trefferschaden gegen Lebenspunkte. Ui, ui, ui. Ja, das muss man auf mehrere Sachen achten. Was gibt es für einen Boni überhaupt? Und wie viel Plus? Und dann gibt es nochmal andere Zusatzfähigkeiten, die da runterstehen. Extra Tötungs-EP. Genau. Das macht die Sache natürlich ganz einfach, sowas dann auszuwählen. Ne? Findest du nicht. Aber ich habe jetzt M249B gefunden. Und das ist was? Das will ich auch gerne wissen. Ein Maschinengewehr. Oha. Ja. Ich finde keine Waffen, ist klar. Brauche ich Stufe 6, okay. Ja, und die darf man auch nicht vergessen. Maschinen, also das muss man mögen. Ne? Also Maschinengewehre haben lustigerweise, was ich nicht verstehe, sehr wenigen Singleschuss-Schaden und die verreißen sehr schnell. Das heißt, du musst, wenn du damit jetzt wirklich wirksam unterwegs sein willst, musst du halt genau auch treffen. Und lange draufhalten, damit die Leute umfallen. Hat aber auch einen Vorteil, die haben natürlich meistens so 100 Schuss oder so und kannst lange draufhalten. Ja, na gut, ich guck halt jetzt einfach mal. Ich kann ja eh noch nicht, ich leg's mal ins Lager. Ja, das wird schnell voll werden, glaub mir das. Ja. Mhm. Ja, dann kann ich gleich mal wieder verkaufen. Na, richtig. Und diesen netten Nern hier. Keiner macht ihn ein besseres. Kauf mal machen. Also, kann ich das auch verkaufen, das ist nämlich doppelt. Und nee, weg damit. Tschüss. So. Achso, kaufen, richtig. Achso, kann ich ja was super kaufen hier? Nee, wäre auch doof hier. Hier sind bessere Shotguns, als ich sie habe. Mhm. Und zwar deutlich besser. Überlege ich mir auch gerade, ob ich eine Shotty noch kaufe. Weil ich habe hier 1000 irgendwas Gold übrigens. Gold, Quatsch. 1200 Credits habe ich. Gold, ja, das ist ein alter Rollenspiel-Terminus. Ja, Shotgun ist schon nicht verkehrt. Die sollte übrigens auch eine höhere Schussfrequenz haben, sonst bist du nämlich ganz schön. Ja, scheiße. Ich habe eine, die heißt irgendwie super. Wo steht der Schussfrequenz? Steht doch gar nicht. SPM. Achso, SPM ist Schuss per Minute. Ja, die ist alle gleich bei denen hier. Verkauft. Ich habe hier eine mit 2400. Eine bessere Auswahl finden Sie, ne? Was? Ja, Schaden. Sowas habe ich nicht. Sowas gibt's in meinem Shop nicht. Das ist auch eine. Achso, das kann. Oh, ein Präzisionsgewehr war ja auch nicht verkehrt, ne? Hm, jetzt muss ich wählen. Scheiße. Hat jemand schon ein Scharfschützengewehr?
Ich habe hier so einen Karabiner, aber... Ja, Karabiner kannst du in die Ecke legen. Ich hatte gehofft, das verkaufen zu können. Das sind jetzt wieder so die Entscheidungen. Wenn ihr es nicht habt, brauchen sie es auch gekauft. Nicht. Klack. Also kein Was Geschäft. Was hast du gekauft? Ich kann damit leben. Ja, aber wieso kriegst du eine mit so viel Schaden, sag mal? Das ist doch böse. Ja, weil es geht. Das ist ja für einer hier... Ja, ich werde wahrscheinlich... Der eine macht die Waffen. Ich schon dann wieder... Dann gibt's noch einen anderen, der macht auch Mods. Was hast du gerade gesagt? Aga? Bitte? Was hast du gerade gesagt? Habe ich schon wieder vergessen. Sehr geil. Was hast du gerade gesagt? Nichts. Ich hab's war dann... Ja, aber nicht so wichtig oder so. Ach, nee, gegenüber den Läden, gegenüber den Shops nochmal, da gibt's die Fertigungsstation. Wir haben jetzt inzwischen schon ein bisschen Sachen gesammelt. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was basteln. Das wäre auch okay, was kann man denn basteln? Oh, Blaupause RPK 74 Classic. Ui. Ja, genau. Dann kannst du nämlich einmal was... Waffen kannst du hier... Boah. Ja, die habe ich auch gefunden. Ich kann was Blaues bauen, tatsächlich. Ja, weil das ist über Level, ne? Das ist Level 5, ist das? Ja. Bei mir ist das jedenfalls so. Das ist bei dir auch die RPK, oder was? Ja, wir dürften eigentlich die gleichen Pläne haben, weil das immer die gleiche Belohnung war. Okay. Sie sind rot, weil sie entweder zu Überlevel sind oder weil wir die Sachen dafür noch nicht haben. Okay. Aha. Und ich kann eigentlich gar nichts bauen, wie ich. Ja, ich auch nicht, aber... Also nichts Vernünftiges zumindest. Ja, gar nichts. Bei mir alles grau, also grau. Quatsch, rot. Cool. Ach, der hat noch auf seiner Shotgun noch einen Zielfernrohr aufgebaut. Ne, hast du doch gesehen. Ja, aber das ist die alte Shotgun. Das ist ja immer noch, ich bin ja immer noch nicht. Du hast jetzt eine, die dreimal so viel Schaden macht wie meine. Dreimal? Das würde bedeuten, dass du. Moment, gehen wir mal Nitpicking hier machen. Wir. Dreimal. Also mach deine 700. Ja, ich glaube 900 oder 800 oder so. Na gut. Also die höchste, die hier im Laden ist, macht gerade mal. 1700. Ja, genau. Ja, ich war auch erstaunt. So. Was ist das hier für ein Gewehr? Das ist auch ein Shotgun. Das ist auch eine Shotgun? Ja. Steht Schrotel drauf, das dürfte eine sein, ja. Wo steht? Ach, da. Ja. Genau. So. Hm. 1728 zu 1720. Ist der Argyle rausgelaufen? Nein. Achso. Ich dachte, das sah so aus, okay. Bin ich nicht. Du nicht. Bin ich nicht. Nein. Alalalala. Gott, Hilfe. So, ich laufe jetzt raus. Bin fertig hier. Okay. Bin sowas von fertig. Renn ich auch mal raus. Ja, dann laufe ich auch raus. Wenn ihr alle das könnt, dann kann ich das auch. Müssen wir jetzt nicht, aber tun wir einfach mal, ne? Und es dauert, dieses Forslone ist so... So, und jetzt mache ich aber Schluss hier. Genau. Darf ich noch mal rauskommen, bevor Nein, du Schluss darfst machst? Darfst du nicht. Darfst du nicht. Hast du mal einen coolen Rucksack gesehen? Alle da. Das ist voll das fette Teil. Du hast so einen Beutel auf dem Rücken. Ich habe so einen richtigen so einen Trapper-Rucksack. So. Ihr habt alle so riesen fette Teile. Nur ich bin... Oh, ist sie langsam. Ja, Shotgun halt. Ja. Nee, es gibt eine, die jetzt noch schneller ist. Also, okay. Die macht hier so dumm, dumm. Ich sage, pfiat dich, servus, okay, und mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Alles klar. Tschüssi. Ja, alles klar. Tschüssi.